Hallo zusammen, mein Name ist Adito Toro, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe schon seit 3 Wochen kein Video mehr hochgeladen und das letzte Video war das Freistoß-Battle mit dem Kevin, wo natürlich ich verloren habe und wir sollen Chili-Shot essen. Heute gibt es eine neue Folge YouTuber-Photoshop, aber zuerst muss ich euch mal recht herzlich danken, weil das Video von den Top 5 Schweizer YouTuber hat schon fucking 2400 Aufrufe und über 100 Likes, was auf jeden Fall schon mal richtig awesome ist. Nur so nebenbei, hier steht jetzt mal so eine Pflanze, weil ich habe das sonst eigentlich immer so eine Lampe angestellt, die steht jetzt dort hinten. Aber jetzt steht da mal eine Lampe, weil, jetzt steht da mal eine Pflanze, weil ich denke, dann machen wir mal eine Pflanze an, weil eine Pflanze nicht mehr so schlecht ist. Das hier ist ein kleiner Vogel, wenn man hier reinpfifft, macht er einen kleinen Ton. Aber wenn man in das kleine Vögel ein bisschen Wasser rein tut, dann tönt es schon ganz anders. Stellen wir es einfach mal in das Lavabo rein. Und wichtig dabei ist, dass es wirklich nur ein bisschen Wasser ist. So, da ist jetzt ein bisschen Wasser drin und wenn man jetzt so reinbläst, dann bist du ein richtiger Vogel! Ist das nicht geil? Mega nice. So, aber jetzt geht's mit der eigentlichen Folge YouTuber Photoshop los. So, jetzt kommen wir zum Photoshop. Und zwar bin ich jetzt hier auf unserem alten Video drauf. Es hat einfach nur noch mal 37 Likes, was schon mal mega nice ist. Und ich habe mir schon einen Kommentar ausgesucht, und zwar ist das von Bubu. Photoshop bitte mal den Martin als Pikachu. Wäre doch yes, oder? Wäre auf jeden Fall sehr yes. Wer den Martin nicht kennt, der macht so Let's Plays und so auf Schweizerdeutsch. Ich könnte nach meinem Video natürlich bei ihm vorbeischauen. Wir müssen auf jeden Fall mal ein Bild suchen. Martin. Oh, da gibt es einen Aktienkurs. Nice. Auf jeden Fall sieht man, sind die meisten Bilder Thumbnails von seinen Videos. Aber da ich den ja kenne, weiss ich, dass er in seinen Videos Facecam macht. Und darum gehe ich jetzt auf seinen Kanal und tue einfach einen Screenshot machen, wenn er sich mal auf Fullscreen hat. So, ich habe es jetzt endlich geschafft, einen Screenshot zu machen. Und jetzt haben wir das Bild hier schon in Photoshop drin. Wir haben ja gesagt, es sollte Pikachu werden. Das heisst, der Martin sollte auf jeden Fall schon mal geile Haut bekommen, weil wir wissen ja alle, dass das Pikachu geile Haut hat. Das Problem ist halt einfach, dass ich farbenblind bin. Das heisst, ich muss jetzt hier einfach nur mal hoffen, dass es geil ist. Ich weiß nicht genau, ob es grün oder geil ist. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es geil ist. So, jetzt hat er hier wie eine geile Maske bekommen, aber das sieht natürlich gar nicht schön aus. Hier gehen wir hier auf Farbe und dann sehen wir, bam, hat sich die Haut doch schon mal ziemlich nice verfärbt. So, ich kann es jetzt noch ein bisschen verbessern. Wir gehen jetzt einfach mal schauen, was für Merkmal hat Pikachu. Pikachu? Der die Haut hier kann man schon mal auf den Desktop nehmen. Wir sehen natürlich, das Pikachu hat hier ziemlich runde Augen. Das ist doch einfach nur wunderbar, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich das einfach nur an. Ich habe gedacht, wir schneiden uns einfach die Ohren hier, die der Dude hier hat, schneiden wir uns doch einfach nur die Ohren hier raus. So, da haben wir das Ohr schön ausgeschnitten. Ja, ja, ja. Das wird natürlich perfekt Pikachu hier. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dann kopieren wir das einfach. Nice. Da hat. Das ist doch nicht mehr so weit weg von einem Pikachu, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Wir sehen, das Pikachu hat rote Backen. Das müssen wir auf jeden Fall auch machen. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Es ist zwar nicht so intensiv wie hier, aber ist eigentlich recht nice. Ein Merkmal haben wir vergessen, und zwar sind die Augenbrauen von Martin immer noch da. Pikachu hat ja schließlich keine Augenbrauen. Und darum müssen die Augenbrauen jetzt hier erst einmal, würde ich sagen, eliminiert werden. Okay, die SIM-Karte war gerade voll gewesen und ich musste alle Videos auf den Kompi laden und dann die SIM-Karte wieder in die Kamera rein tun. Beziehungsweise Speicherkarte, nicht SIM-Karte. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Ich habe die Augenbrauen wegbekommen beim Martin. Und ja, jetzt können wir hier auf jeden Fall die Sachen wieder anmachen, so wie es aussieht. Aber ich frage mich jetzt gerade, wieso das hier oben nicht gefärbt ist. Und jetzt wieder auf die Farbe. Zack. Der Martin ist ein Pikachu. Ich werde jetzt den Kopf ausschneiden. Okay, der Kopf ist jetzt drinnen. Wir müssen nur noch anpassen von der Kreide her. Ich
werde jetzt auf jeden Fall noch kurz die Ohren wegnehmen, weil die dürfen natürlich nicht gesehen sein. So, okay. Jetzt ist der Martin offiziell als Pikachu angemeldet. Schaut euch das an. Wenn er das nicht auf einem Thumbnail von sich benutzt, dann ist er einfach nicht gut. Ich werde ihm das Bild zuschicken und ich hoffe, dass er das Video sieht, weil dann kann er das vielleicht mal in seinen Videos brauchen. Und das ist halt einfach nur nice. Ich könnte mir gerne für die nächsten Videos auch wieder Vorschläge in die Kommentare schreiben, wer sollte Photoshoppen und vor allem wie, also was sollte es sein, wo, gar nicht. Einfach irgendwelche Vorschläge, weil dann habe ich so ein bisschen eine Vorstellung, wie ich es machen könnte. Und sonst habe ich natürlich einfach noch eine eigene Vorstellung, wie ich das machen könnte. Okay, dann würde ich sagen, ist es gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Video und bye bye.